Mal ist es der größte Fonds der Welt, mal der zweitgrößte. Um diesen Titel streitet er sich regelmäßig. Wie dem auch sei, ein absolutes Marktschwergewicht hat sich jetzt entschlossen, aus europäischen, aus deutschen Aktien 100 Milliarden Dollar abzuziehen. Um welchen Fonds es sich handelt? Keine Überraschung, wir sprechen über den norwegischen Staatsfonds. Warum er so vorgeht und was das für uns als Anleger bedeutet, dazu mehr in diesem Video. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, es kommt in Mode und warum sich der Trend wahrscheinlich sogar noch verschärft, werden wir uns gleich direkt mal ansehen. Warum also der norwegische Staatsfonds jetzt 100 Milliarden Dollar abzieht aus europäischen Aktien, aus deutschen Aktien und in amerikanische Aktien geht, das schauen wir uns gleich an. Vorher der kurze Hinweis, ihr könnt Marktberichte von mir bekommen und zwar live auf Instagram. Ich habe in den letzten Tagen gesprochen über 100-jährige Anleihen und die große Gefahr dieser Anleihen. Ich habe gesprochen über den Hurricane Dorian und was das mit den Rückversicherern zu tun hat. Und ich werde jetzt gleich darüber sprechen, was der Niedrigzins, mit dem wir umgehen müssen, was der tatsächlich für Banken bedeutet, warum mich aber ganz persönlich auch nervt, dass jeden Tag ein neuer Bankchef rauskommt und sagt, ach, die niedrigen Zinsen verderben uns das ganze Geschäft. Also, wenn ihr Lust habt auf Marktberichte, in der Regel sehr, sehr kurz und knapp, wir sprechen hier von 2 bis 3 Minuten, ansonsten, meine Frau steht nämlich meistens hinter der Kamera, dann sagt sie, schleunigst der Herr. Also, wenn ihr das haben wollt, hier direkt unter diesem Video findet ihr den Link dazu. Würde mich freuen, wenn ihr dort mal reinschaut und ihr wisst, bei Live-Events auf Instagram kann ich auch gleich sehen, wer dazu kommt. Ich freue mich auf euch. Wir sprechen jetzt über den norwegischen Staatsfonds. Die Entscheidung steht fest und es macht natürlich irgendwo auch Sinn. Ich blende euch hier mal den Verlauf der Indizes Eurostoxx S&P 500 seit Ende der Finanzkrise ein. Und wenn wir das uns angucken, ja, dann ist es keine Überraschung, dass man als langfristiger Investor auf die Idee kommt, mit amerikanischen Aktien kann ich besser Geld verdienen. Ja, dahinter mögen auch strategische Entscheidungen stecken, die mehr bedeuten als nur, die Aktien sind besser gelaufen. Dahinter mag auch die Vorbereitung laufen auf eine Phase, in der es schwieriger werden könnte an den Börsen. Denn bitte denkt daran, solche großen Fonds, die steigen nicht einfach aus und gehen dann Cash. Ja, das ist übrigens bei großen Publikumsfonds oft so. Die dürfen zum Teil gar nicht Cash gehen und die entscheiden sich auch aktiv dagegen. Denn Cash in Zeiten von Niedrigzinsen bedeutet für institutionelle Anleger jetzt sowieso schon, dass sie Strafzinsen bezahlen. Bei denen werden nämlich die Einlagenzinsen, die negativen, schon lange weitergegeben. Aber auch sonst erlebt ihr es bei Großinvestoren wie etwa Warren Buffett, die gehen nicht Cash, sondern die verschieben ihren Anlageschwerpunkt. Und das ist beim norwegischen Staatsfonds vielleicht also durchaus als Mahnung zu verstehen, dass es etwas heftiger werden könnte an den Börsen. Denn, um es mal mit kalscher Ausdrucksweise zu beschreiben, der Euro ist halt eher ein Währungskorb als eine eigene Währung. Während der japanische Yen und der US-Dollar halt Währungen sind, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und Währungen, die sich eben auf einen Wirtschaftsraum beziehen. Eine einzige Grenze, die den ganzen Wirtschaftsraum umfasst. Und ja, wir wollen heute nicht darüber sprechen, weshalb der Euro in Gefahr sein könnte in den nächsten Monaten und Jahren. Sondern wir wollen darüber sprechen, warum der norwegische Staatsfonds jetzt diese Schlüsse zieht. Und zum Teil hat er das schon erläutert. Und bevor wir dann gleich auf, oder beziehungsweise ich dann meine ganz klare Meinung dazu abgeben werde, möchte ich euch am Bildschirm erstmal zeigen, wo ich das Ganze überhaupt her habe und wie ich darauf gekommen bin. So, wir sind hier auf der Seite des Handelsblatt beim entsprechenden Artikel. Norwegens Staatsfonds schichtet in rentable US-Aktien um. Ob eine Anlage rentabel ist, weiß man selbstverständlich immer erst im Nachhinein. Aber wie hier im Artikel auch noch klar wird, die Vergangenheit
Die ist es, die den stellvertretenden Notenbankchef und die Verantwortlichen für diesen Staatsfonds überzeugt haben. Denn wir alle können sehen, da hat er vollkommen recht, dass sowohl die Rendite als auch das Risikomaß in Nordamerika in den letzten Jahren besser war als im Rest der Welt. Man könnte auch anders es formulieren und sagen, Aktien sind in den USA deutlich besser gelaufen und wir gehen davon aus, dass es in Zukunft so sein wird. Meine Meinung dazu am Ende dieses Videos noch. 100 Milliarden, um die geht es, das ist schon ein Batzen. Das heißt, es ist keine Portfolioanpassung, die in diesem Fall ja auch keinen Sinn machen würde, weil europäische Aktien ja gar nicht besser gelaufen sind als amerikanische Aktien. Sonst kennt ihr das. Es gibt durchaus verschiedene Strategien innerhalb eines Portfolios und einige sehen vor, dass genau die Branchen, die besonders gut gelaufen sind, dass man bei denen dann auch mal Gewinne mitnimmt, damit die Gesamtgewichtung im Portfolio nicht zu hoch wird. Die Sorge musste man bei europäischen Aktien nicht haben, denn die sind, wie gesagt, schlechter gelaufen als europäische Aktien. So aktuell sind europäische Aktien rund ein Drittel machen die dieses Aktienportfolios aus. Rund 41% fallen sowieso schon auf amerikanische Werte, 17% auf asiatische und einige ozeanische Titel sind auch dabei. Das heißt also, dieses Übergewicht der US-Aktien, das möchte man weiter ausbauen. Ob es dann tatsächlich so kommt, das nur am Rande, wissen wir erst im Frühjahr 2020, weil dann das Ministerium durch das sogenannte White Paper, also das ist die Entwicklung des Fonds, darüber informiert wird und dann können wir auch sehen, was dieser Notenbankfonds gemacht wird. Denn ganz konkret wird er seine Maßnahmen natürlich nicht vorher bekannt geben, denn wenn jemand so viel Geld investiert, dann möchte er nicht, dass andere auf diesem Zug mitfahren und die Preise möglicherweise teurer machen. Das ist auch durchaus nachvollziehbar. Aktuell ist man bereits ein großer Aktionär in Microsoft, Apple, Amazon. Das sind also die größten Investments. Das ist auch klar. Mit 100 Milliarden kann man nicht mal eben kurz sich ein paar kleine Nebenwerte sehr aussichtsreicher Natur in das Portfolio legen. Man muss schon in die großen Werte gehen. Ja, es sind ein paar tausend Aktien im Portfolio dieses Fonds. Der prüft nicht den kleinen Nebenwert mit 0,01% ganz explizit und sagt, oh, hier sehen wir eine besondere Story. Bei dem geht es um eine Diversifizierung. Wir haben ja in einem der letzten Videos genau auf dieses Portfolio draufgeschaut und da fanden sich durchaus auch kleinere Werte. Aber entscheidend ist vielmehr, dass es eben hier der Gesamtmarkt, wie ist der widergespiegelt in diesem Portfolio? Europa soll weniger werden, USA soll mehr werden. Das liegt im Übrigen nicht zum Wesentlichen an den Anpassungen des deutschen Marktes, sondern die Umschichtung, hier steht es auch, geht am meisten zulasten von Aktien in Großbritannien. Ganz konkret machen Aktien aus Großbritannien momentan einen doch sehr hohen Anteil, wie ich denke, von 9,25% im Portfolio aus und dieser Anteil wird zukünftig, so ist der Plan, auf unter 5% sinken. Frankreich, übrigens auch höher gewichtet momentan als Deutschland, mit 5,2% soll dann auf 2,92% sinken und Deutschland, aktuell mit 4,86% gewichtet, soll auf 2,74% sinken. Nebenbei noch der Hinweis, dass der damalige Chef des norwegischen Staatsfonds, jetzt habe ich meine Probleme, Yngve Slyngstad, sagen wir einfach mal so, hieß er ungefähr, gegenüber der FAZ mal geäußert hat, dass der norwegische Staatsfonds durchaus offen dafür sei, seine Beteiligung an DAX-Konzernen zu erhöhen. Allerdings nur, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind und ich gehe mal davon aus, dass die nicht gegeben sind. Der DAX spiegelt ja noch nicht mal die deutsche Wirtschaft wider. Ja, wir haben unsere Probleme, aber so schlecht, wie es im DAX aussieht, ist es nun auch wieder nicht. Der DAX hat das ganz große Problem seiner Zusammenstellung. Wir haben eine der schlechtesten Banken, die man aktuell kaufen kann, darum geht es ja, mit der Deutschen Bank drin. Wir hatten lange die Commerzbank drin. Haben wir nicht mehr. Wir haben die Automobilbranche drin, die schwächelt und wir haben die Pharmabranche und der geht es auch nicht so besonders gut. Ja, aus zyklischen Aspekten wahrscheinlich. Pharmawerte sind momentan tatsächlich eher günstig,
wenn man sich das unter klassischen Bewertungskriterien ansieht. Aber unter all dem leidet der DAX natürlich. Und insofern spielen wir da eben nicht die erste Geige. Was er allerdings auch gesagt hat, er würde sehr gerne in mittelständische Unternehmen investieren in Deutschland. An denen ist ja nicht nur er, man sieht es auch an dem Interesse aus China. Auch China ist sehr interessiert an mittelständischen Unternehmen. Aber das Problem ist, dass, und das sagt der Chef des Fonds selber, er brauche dafür eine Erlaubnis der norwegischen Regierung und die fehlt. Das heißt also, der Staatsfonds darf nicht, mir nichts, dir nichts, in irgendwelche, in Anführungszeichen, kleineren Nebenwerte reingehen, wenn er dafür keine Zustimmung hat. So, und wenn wir die letzten Daten uns angucken, investiert natürlich in Adidas, Allianz, Bayer, Covestro, ja, auch in der Deutschen Bank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen, Henkel, Linde, SAP und so weiter und so fort. Also es geht hier wirklich mehr darum, nicht Einzelwerte rauszusuchen, sondern es geht mehr darum, wie ist die Gewichtung des Landes innerhalb beziehungsweise sogar des Währungsmarktes innerhalb dieses Fonds. So, und dann, das hatte ich beim letzten Mal auch berichtet, dass der Staatsfonds, man mag sich jetzt darüber streiten, ist das eigentlich grotesk oder ist das eigentlich in die Zukunft gerichtet? Wenn ein Staatsfonds, der seinen Reichtum daraus bezieht, dass er Öl fördert, gleichzeitig sagt, er verkauft klimaschädliche Investments wie BP, Chevron, Exxon, die nicht davon betroffen sind, weil sie natürlich samt und sonders genau das gleiche Geschäft haben wie der norwegische Staatsfonds. Aber ihr erinnert euch, es ging um diese Ethikrichtlinie, also man hat keine Waffenhersteller mehr drin, man hat keine Ölsandfirmen drin und. Ja, ich weiß, es ist ein schmaler Grat. Schauen wir beim nächsten Mal wieder drauf, was übrigens daraus geworden ist aus diesen Vorsätzen des Fonds. Erstmal geht es hier um die Veränderung Europa raus, USA rein. Also, ganz wichtig nochmal zusammenzufassen. Ja, der norwegische Staatsfonds erwartet sich eine bessere Rendite. Eine bessere Rendite kann aber eben auch in Zeiten fallender Kursen sein, weniger stark fallende Kurse. Das im Hinterkopf behaltend, denke ich, dass man durchaus sagen kann, ja, wir haben in der Eurozone strukturelle Probleme und wir erleben es schlicht und einfach an den Unternehmensergebnissen, dass amerikanische Firmen momentan besser liefern. Übrigens auch, wenn man Zombie-Unternehmen rausrechnet. Ja, ich weiß, dass es so eine gängige Meinung gibt, ja, in den USA läuft es nur so gut, es sind alles nur Aktienrückkäufe und so. Na, so einfach ist es nicht. Man kann ja bei Aktien sehr gut selektieren. Man kann sich ja anschauen, ist das ein Unternehmen, welches Fremdkapital aufnimmt und damit eigene Aktien zurückkauft. Das heißt, daraus wird ein Zombie-Unternehmen. Kann es zumindest werden. Das kann im Übrigen auch etablierten Firmen passieren. Aber das machen durchaus nicht alle amerikanischen Unternehmen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir zwei Dinge letztendlich daraus lernen. Zum einen, man darf seine Strategie durchaus anpassen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, und das ist meine Kritik an diesem Vorgehen, dass ich mich frage, jetzt nach 10 Jahren, wo US-Aktien praktisch jedes einzelne Jahr besser abgeschnitten haben, jetzt kommt der norwegische Staatsfonds auf den Trichter und sagt, oh, vielleicht sollten wir die übergewichten. Also, da würde man sich eventuell als Investierter, und das ist letztendlich jeder Norweger, wenn wir in einem der nächsten Videos sprechen, dass wir uns aber an einer Notenbank durchaus beteiligen können, also an dem, was so eine große Institution macht, ja, die Schweizer Notenbank, die kann man nämlich kaufen. Aber die Norweger, also so ganz frisch, taufrisch ist die Idee nicht mehr und ich mag so ein bisschen den antizyklischen Gedanken, wenn ich ehrlich bin, auch beim langfristigen Investment. Also einfach mal in die Ecken zu schauen oder in die Branchen zu schauen. Wir haben beispielsweise gerade den Emerging Markets Fonds ETF nachgekauft. Und natürlich, ja, massiv unter Druck gerade Argentinien, auch China und so weiter. Aber ein antizyklischer Investmentansatz ist für den langfristigen Investor schon immer ein sinnvoller Weg gewesen.
So, und was man allerdings durchaus sagen kann, und das geht an euch. Ihr erinnert euch an die Consors-Studie, die beliebtesten Aktien in deutschen Depots. Und dann wird es wirklich dunkel. Deutsche Bank, eine Telekom, ja, eine Apple ist auch dabei. Fast nur deutsche Aktien. Und das darf euch nicht passieren. Der norwegische Staatsfonds hat seinen Anteil oder erhöht seinen Anteil amerikanischer Aktien von 41% auf, wir werden sehen, wie viel es dann ist, knapp unter 50% wahrscheinlich. Aber in den meisten deutschen langfristigen Anlegerdepots sieht es ja so aus, dass deutsche Aktien 70%, 80%, 90% des gesamten Depots ausmachen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Aktionärsquote hierzulande so niedrig ist, weil viele sagen, naja, so doll läuft es nicht. Richtig? Wenn man in den letzten Jahren nur auf DAX-Unternehmen gesetzt hätte, ja, einige gab es, die durchaus sich gut entwickelt haben, eine Adidas, eine SAP, auch eine Münchner Rück, sehr schöner Dividendenwert. Aber ansonsten, tja, es gibt kaum die Möglichkeit, im DAX zu diversifizieren, vernünftig zu diversifizieren, weil man einfach nicht die Top-Unternehmen im DAX findet. Also, bitte schaut über den Tellerrand hinaus. Das wird in den nächsten Jahren umso wichtiger. Und selbst wenn es so kommen sollte, wie einige Experten sagen, dass es also erstmal ein bisschen abwärts geht, selbst wenn ihr diese Sorge habt, gerade dann müsst ihr euch mit Geldanlage beschäftigen. Denn die Anlage, die in den nächsten Jahren absehbar am unrentabelsten wird, das ist Cash. Geld wird in Zeiten immer negativer Zinsen, immer eines wachsenden Negativzinses, immer unattraktiver. Sich nicht mit Geldanlage zu beschäftigen, kostet also Geld. So, und das ist auch genau der Grund, warum selbst in unsicheren Zeiten, ja, wir haben hier Italien-Krise, Regierungskrise, wir haben China, wir haben... Ja, dann haben wir selbstverständlich den Handelskonflikt. Dann haben wir China, den Konflikt Hongkong. Wir haben ein Knirschen im Gebälk in der Eurozone. Überall sehen wir eigentlich nur Konflikte. Und nicht umsonst steht unter einigen Kommentaren, ja, ich habe eigentlich schon fast Angst, wenn ich diese Nachrichten lese. Und was machen die Aktienindizes? Die befinden sich in Reichweite immer noch ihrer Allzeithochs. Also, denn Aktienmarkt vorzeitig abzuschreiben ist auch nicht sinnvoll und langfristig war es noch nie sinnvoll. Das war es für heute. Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Und nochmal zur Erinnerung, Instagram Marktberichte. Wer sagt, 15 Minuten ist mir zu viel, 2 bis 3 Minuten. Erster Link hier unter dem Video. Freue ich mich auf euch. Macht's gut, bis dann und ciao.